Rapid kommt Salzburg immer näher. Die Premier League ist wieder da. Und die Champions League wird in Lissabon als Turnier fertig gespielt. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. In der österreichischen Bundesliga kommt Rapid durch den gestrigen 1:0-Sieg im Spiel gegen den TSV Hartberg, dem momentanen Tabellenspitzenreiter Red Bull Salzburg, immer näher. Der Goldtorschütze der Grün-Weißen war wieder einmal Taxifunters. Der Grieche erzielt mit seinem 17. Saisontor in der 24. Minute den Siegestreffer. Red Bull Salzburg kommt hingegen beim WAC nicht über ein 0:0 hinaus. Dadurch beträgt der Rückstand der Hütteldorfer nur mehr 5 Punkte auf die Bullen. Im letzten Spiel des gestrigen Abends besiegt der LASK Sturm Graz zu Hause mit 4:0 und holt sich damit seit dem Bundesliga-Comeback seinen ersten Sieg. Die Tore für die Linzer erzielten Michol, Frieser, Balic und Klaus. Gestern war es endlich soweit. Die Premier League feiert ihr Comeback. Um 18 Uhr endet gestern das Spiel zwischen den Aufsteigern Aston Villa und Sheffield United, das nur mit einem Remis ausgeht, weil die Torlinientechnik versagt und einen klaren Treffer für Sheffield United nicht anzeigt. Darauf folgte gleich das Topspiel zwischen Manchester City und Arsenal London. Die Mannschaft unter der Leitung von Pep Guardiola setzte sich mit einem klaren 3:0-Sieg durch. Die Tore erzielten Sterling, De Bruyne und Foden. Überschattet wurde das Spiel jedoch von einem heftigen Crash zwischen Tormann Ederson und dem Verteidiger Eric Garcia. Garcia ist gestern nach dem Zusammenprall während des Topspiels reglos am Boden liegen geblieben und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der gebürtige Spanier wird gerade im Krankenhaus untersucht. Wir wünschen dem City-Spieler natürlich eine gute Besserung. Morgen folgt bereits das nächste Spitzenspiel zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United. Das Ergebnis erfahren Sie natürlich auf KRONE.at. Die diesjährige Champions League-Saison, die nach dem Achtelfinal-Hinspiel durch das Coronavirus unterbrochen wurde, wird nun in Form eines Finalturniers in Lissabon von 12. bis 23. August fertig gespielt. Davor müssen noch die ausständigen Achtelfinal-Rückspiele, wenn es das Covid-19-Virus zulässt, in der Heimatstadt des Gastgebers ausgespielt werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird ein anderer Austragungsort gesucht. Der Sieger der Königsklasse wird am 23. August in der portugiesischen Hauptstadt gekürt. Die Europa League soll ebenfalls in einem Finalturnier in Deutschland fertig gespielt werden. Bevor die besten 8 sich in unserem Nachbarland treffen, wird wie bei der Champions League das Achtelfinale fertig gespielt. Unter den Achtelfinalisten befindet sich unter anderem auch noch der LASK. Die Stahlstädter können sich nach der 0:5 Heimpleite im Hinspiel gegen Manchester United jedoch keine allzu großen Hoffnungen auf das Finalturnier der besten 8 machen. Das Rückspiel der Linzer soll in der ersten Augustwoche über die Bühne gehen, der Spielort steht jedoch noch nicht fest. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder im KRONE.at Sportstudio.